Nach dem Zweiten Weltkrieg brachte Heinkel 1953 die ersten Motorroller Tourist auf den Markt. Der Roller war als Autoersatz konstruiert und überzeugte vor allem durch seine Zuverlässigkeit und Robustheit. Er hat einen zu der Zeit unüblichen Viertaktmotor und war in Kombination mit dem Wartungsarm in öllaufenden Kettenantrieb nahezu unverwüstlich. Dies ist die letzte Variante des Tourist mit dem Namen 103A2, gebaut ab dem Jahr 1960 bis 1965. Er hat einen Hubraum von 175 Kubikzentimetern mit 9,5 PS, eleganten Langheck, integrierten breiter Schlussleuchte und serienmäßiger Blinkanlage. Mühelos erreicht er eine Höchstgeschwindigkeit von 95 Stundenkilometern. Und den Koffer habe ich umgebaut, den habe ich in Elring gekauft für Schmaltaler. Mit dem Werkzeug super. Kannst du den ganzen Heinkel. Gefahren, ja. Ihr Werkzeug. Das ist schon viel. Ja. Als nächstes treffe ich auf den Lotus Super 7, ein Auto, das Muskeln hat wie ein Bodybuilder, der Steroiden nimmt. Der Super 7 ist wie ein minimalistisches Kunstwerk auf Rädern. Er hat nur das Nötigste an Bord, kein Schnickschnack, nur pure Leistung. Mit seiner spartanischen Ausstattung ist dieser Wagen ein echter Blickfang. Doch unterschätzt ihn nicht, dieser Super 7 ist ein wildes Biest, das nur darauf wartet, loszulegen. Mit seiner markanten Form und dem robusten Design war der Buckel Volvo PV444 mehr als nur ein Fahrzeug. Er war durch sein stabiles Blech ein Symbol für Sicherheit und Beständigkeit. Während andere Autos vielleicht mit Schnelligkeit prahlten, zeigt der Buckel Volvo, dass er mit seiner Zuverlässigkeit einen eigenen Stil hat. Er ist wie der Fels in der Brandung, der jeder Welle mit Gelassenheit entgegentritt. Nach dem Alpine Renault A110S erlebe ich den Citroën SM mit seiner Hydropneumatik, Baujahr 1970 bis 1975. Der hat mich schon in meiner Jugend begeistert, da er einen 2,7 Liter V6 Motor von Maserati eingebaut hatte. Zuerst hatte er drei Weber Doppelvergaser, doch nach zwei Jahren bekam er eine Bosch Einspritzung mit 175 PS. In diesem PKW hat Citroën damals alles eingebaut, was auf dem Markt war. Doch er war enorm wartungs- und kostenintensiv, auch bedingt durch die Steuerungsketten minderer Qualität des 90 Grad V-Motors. Dieser spezielle SM wurde von seinem Besitzer 1990 voll verzinkt, die Türen aufgebeutelt, alles ausgesprüht, damit keinerlei Rost vorkommen kann. Als er mir seine Motorhaube geöffnet hat, war ich begeistert. Er sah so sauber aus, für mich wie geleckt. Danach kommen wir zum Ford Deluxe, Baujahr 1940. Einfach fantastisch. Selbst James Bond wäre andächtig vor diesem Klassiker zurückgetreten und hätte ihm Platz gemacht. Hier erlebt ihr seinen Motorraum mit den V8 Zylindern. Als ich im Innenraum saß und die liebevoll gepflegten Instrumente sah, war mir eines sofort klar. Dieser Ford ist eine Hommage an eine Ära, in der Autos nicht nur transportierten, sondern auch Geschichten erzählten. Das Schlimmste an dem Auto oder an der Konstruktion ist der Zündverteiler. Der sitzt da unten. Der hat zwei Verteilerkappen. Da läuft eine Walze mit zwei Läufern. Und die
Zündspule ist da oben drauf, die ist aus Bakelit. Die greift also direkt da rein. Und man kann bei diesem Motor keine Zündung überprüfen oder einstellen im eingebauten Zustand. Das Wort ganz geschickt gemacht. Alle 5000 Meilen kann die Zündung nachstellen, das müsste sofort fahren, weil dann muss natürlich noch keiner ausgebaut werden, kein Spielapparat gekauft werden. Und dann kannst du mit so einer Grabscheibe, kannst du für jeden der 8 Zylinder den Zündzeitpunkt einstellen, kannst den Schließwinkel einstellen, die Fliehkrafteinstellung, kannst du alles einstellen, ohne dieses Gerät, keine Chance. Ich sag ja, ich wohne aber in Deutschland, ich kann das Ding in Amerika schicken. Das kommt mir dann 300, 400 Euro, bis es wieder hier ist, in Porto. Irgendwie, das geht nicht. Ich muss das Ding irgendwie selber einstellen. Ja, da brauchst du ein Original Ford einstellen. Ne? Haben mir da auch ein paar Fotos gezeigt. Und was wohl von denen keiner wusste, ich habe dieses Gerät, das wird auch in Amerika nachgestellt. Das ist die kleine Rechte. Und so ein Ding habe ich verdiebelt für 65 Dollar. Das war mein Streifzug durch die faszinierende Welt der klassischen Automobile auf der Cars & Coffee Blekede. Jedes dieser Fahrzeuge hat seine eigene Geschichte, seine eigene Seele, und ich freue mich, dass ihr mit mir diese Reise unternommen habt.